ich erzähle immer die gleiche Geschichte, die tolle Geschichte von meiner Athen-Klassenfahrt. Das war die letzte Fahrt, die wir gemacht haben. Wir fliegen hin, dann wollten wir zurück und das war die Zeit mit dieser Aschewolke von diesem Irland-Vulkan, der ausgebrochen ist. Und dann konnten wir nicht zurück, dann hatten wir noch 3 Tage länger, weil wir haben gewartet. Wir dachten, vielleicht können wir dann irgendwann fliegen, wir waren 3 Tage länger da. Und dann hat unser Lehrer irgendwann gesagt, ey, wir müssen jetzt zurück. Ich habe Schule, ihr habt Schule, es geht nicht mehr. Und dann sind wir erst 4 Stunden mit dem Bus irgendwie gefahren, andere Seite von Griechenland, dann 24 Stunden mit einer Fähre nach Süditalien gefahren, haben auf dieser Fähre den kompletten Weinvorrat aufgetrunken. Da gab es dann irgendwann kein Wein mehr. Also haben es ordentlich krachen lassen und dann sind wir noch 17 Stunden von Süditalien mit dem Bus völlig verkatert nach Köln dann gefahren.